an deine Fragen während der nächsten 4 Wochen. Also, er wird jetzt gleich stehen neben den Stars von Brasilien. Wir haben uns eine Szene ausgesucht vom Confed-Cup-Spiel Brasilien gegen Italien und natürlich ein Tor von Neymar. So, jetzt meine lieben Zuschauer, eine der ganz großen Stärken Neymars, die wir gerade besprochen haben im Studio, nämlich die Standardsituationen. Hier mit dem rechten Fuß gegen Italien, gegen eine 5-Mann-Mauer. Das Ganze ist passiert letztes Jahr beim Confed Cup in einem Spiel. Buffon, kein schlechter Tormann im Tor, rechnet wie viele andere in dieser Situation aus diesem Winkel natürlich mit einem Schuss über die Mauer. Was macht Neymar, der Schlitzer? Er haut einen Mann neben die Stangen ins Tormaneck. Absolut perfekt analysiert, Roman. Der Neymar ist ein super Kicker, schießt super Freistöße, aber der Buffon macht da den ein oder anderen Fehler, den wir uns jetzt genau anschauen werden. Ich stelle mir mal zum Gianluigi. Man sieht hier ganz genau, er steht zu weit rechts. Er steht hinter der Mauer, hat sich eine 5-Mann-Mauer gestellt, da hätten sogar 4 gereicht, dass er einfach bessere Sicht am Ball hat. Wenn der Schuss kommt, kann er von dieser Position viel, viel besser reagieren und den Ball runterfangen. Ich weiß, das schaut von da ganz, ganz leicht aus, aber das Wichtigste beim Freistoß ist das Positionsspiel und zu warten, die Geduld zu haben, wenn der Schütze schießt. Ja gut, der Helge hat es natürlich leicht gehabt, der hat schon gewusst, wenn der Neymar schießt, ist er dort gestanden. Ein Thema.